Ach, ist das ein schöner Tag, hä? Guten Morgen. Morgen. Hey, ich bin hier aus Zuckerwatte. Du nicht, aber der da drin. Die da drin. Der, die das. Du hast ja für drei gedeckt. Der, die das, sollte immer von Anfang an dabei sein. Ich glaube, sie ist nachtaktiv. Wir werden abends die Haustür verschließen müssen. Er wird durchs Fenster klettern. Um 10 Uhr müssen wir im alten Haus sein. Dr. Sendlinger ist da, du weißt, der Finanzberater von Frau Amberg. Weißt du nicht? Wahnsinnig. Du praktizierst oben, mich unten und im Keller schaufeln wir das Geld um. Schulden werden einfach ignoriert. Weißt du, dass ich glücklich bin? Man sieht's dir an. Liebe dich. Ich dich auch. In 20 Minuten bin ich fertig. Dorothee, und wann bekommt der, die das, sein Frühstück? Und wer hat gesagt, dass wir um 10 im alten Haus sein müssen? Und wer muss immer das letzte Wort haben? Martin, ja? Einen Moment. Für dich. Danke. Wilke? Ja? Und Temperatur? 39,5. Geben Sie ihm zu trinken, viel zu trinken, ja? Natürlich komme ich sofort. Wer? Der Munzinger Sepp? Na, hören Sie mal. Gut, bis gleich. Ein gewisser Munzinger Sepp ist aus der Anstalt abgehauen. Dorothee. Es tut mir leid, aber ich muss zu dem kleinen Patienten. Irgendwo hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Du wirst dem Finanzmenschen also allein ausgeliefert sein. Du solltest anfangen, wenigstens ein bisschen an der, die das zu denken. Und vor allem, nimm keinen Anhalter mit. Ehrenwort. Ist da jemand? Hallo? Kommen Sie doch raus. Ich weiß. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Nichts. Gar nichts. Aha. Ja. Ist Ihnen nicht gut? Sie kommen erst am Abend. Mit den langen Schatten. Sind ja selbst Schatten, Herr. Lange, dunkle Schatten. Man kann es nicht fassen. Es hilft nur Licht gegen sie. Verstehst du? Oder Feuer. Feuer ist auch Licht. Gutes Licht. Vielleicht bist du auch so ein Schatten. Verstehst dich, was? Wollen Sie nicht mit nach draußen kommen? Da gibt es garantiert keinen Schatten. Nicht nach draußen. Nein, nicht nach draußen. Also gut, nicht nach draußen. Haben Sie hier geschlafen? Ist schön ruhig hier. Nur zu wenig Licht. Komm nicht näher, das ist mein Haus. Ich habe es mir ausgesucht. Nur zu wenig Licht. Ein Schatten. Nur zu wenig Licht. Ach, Dr. Martin. Wir haben im Stau gestanden, daher die Verspätung. Ich hoffe, Sie entschuldigen. Ja. Mir ist gerade so eine Art Waldschrat begegnet. Haben Sie den auch gesehen? Nein. Seltsam. Richtig unheimlich. Ich habe Herrn Leonard mitgebracht. Er ist unabhängiger Bausachverständiger. Tag. Tag. Ich verstehe nicht ganz. Wir Finanzfuchser lieben nun mal die Übertreibung. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, das Büro Kogler mit dem Projekt zu beauftragen? Bauunternehmer Richter hat es mir empfohlen. Seine Frau ist Patientin bei mir. Warum fragen Sie? Oh, nichts, nur so. Schön, dass Sie da sind, Frau Doktor. Hier weiß man keinen Rat mehr. Es geht seit der Nacht, er behält nichts mehr bei sich. Er wimmert bloß noch. Und einen Durchfall hat er auch. Kommen Sie bitte. Was haben wir denn gegessen? Alles das, was wir auch gegessen haben. Komisch, dass es dann nur ihn erwischt hat. Das ist es ja. Wir können es uns nicht erklären. Kogler gibt an, er habe die Bausubstanz gründlich untersucht. Nur
Scheint ihm dabei der Hauptträgerbalken entgangen zu sein. Wie bitte? Ja, der wird keine 5 Jahre mehr überstehen. Unter normalen Umständen. Geschweige denn bei einer Sanierung in dem geplanten Ausmaß. Ja. Der ist morsch. Schauen Sie mal. Fast zerfallen. Also, was wird hier gespielt, Herr Sendlinger? Ich darf Sie dringend um Aufklärung bitten. Nun ja, da Frau Amberg mit einer nicht geringen Investition an dem Vorhaben beteiligt sein wird, möchte sie verständlicherweise vorab einen Überblick erhalten. Herr Leonard, den sie sehr schätzt, ist auf ihren ausdrücklichen Wunsch hier. Ich verstehe immer noch nicht. Frau Amberg möchte kein Risiko eingehen. Es ist der Eindruck entstanden, dass das Büro Kogler das Projekt, nun sagen wir mal, ein wenig schön geredet hat. Außerdem noch befindet sich das Gebäude ja im Besitz der gnädigen Frau. Wir möchten gern mit Ihnen reden, Herr Doktor. Dann werden Sie besser verstehen. Jetzt wollen wir erst mal hören, was da drin so los ist. Machst du mal dein Hemd hoch? Gut. Und hast du Gliederschmerzen? Es ist wie Muskelkater, hat er gesagt. Ist dir noch schlecht? Ich bin so schlimm wie in der Nacht. Na, das hört sich doch schon gut an. Aber irgendwoher muss es doch gekommen sein. Du hast wirklich nichts anderes gegessen? Ich? Nein, gar nichts. Sind Sie so lieb und machen ihm einen Kamillentee? Ja, freilich. Ich koche gleich welchen. Du verheimlichst mir doch was, oder? Du, es bleibt doch unter uns. Das Problem sind nicht die überalterten Balken. Niemand würde dem Haus anmerken, dass sie durch Stahlträger ersetzt wurden. Das Problem sind auch nicht die anderen Mängel. Ja, was dann? Ja, sehen Sie, ein uraltes Bauernhaus müsste in ein modernes Gebäude verwandelt werden, das allen Anforderungen hochentwickelter medizinischer Technik und Hygiene gerecht wird. Ja, aber Kogler sah darin keine Schwierigkeit. So. Und welche Vorstellungen hat er beispielsweise betreffs der Abwasserbeseitigung? Ach, Sie sind hier nicht an die Kanalisation angeschlossen. Außerdem brauchen Sie eine besondere Stromzuleitung. Soll ich Ihnen noch mehr sagen? Ein Neubau wäre also einfacher. Danke für die Aufklärung. Ja, ich darf mich dann verabschieden. Selbstverständlich stehe ich Ihnen gern weiter zur Verfügung, Herr Doktor. Ich verstehe Ihre Enttäuschung, aber besser ein Risiko bei Zeiten benennen, als später teuer dafür zu bezahlen. Vielen Dank für den schwachen Trost. Mama schimpft doch immer, wenn ich das Schokolade nicht aufesse. Zum Aufflug hat sie mir vielleicht Pflanzen mitgegeben, aber ich habe sie nicht geschafft. Eis war interessanter und Pommes. Wer wissen's das? Ich habe das auch mal so gemacht. Oder so ähnlich zumindest. Und die Fleischpflanze? War noch im Rucksack. Die habe ich gestern Abend verputzt. Gestern Abend? Wann war denn der Ausflug? Donnerstag. Das war ja vor 4 Tagen. Ja, die waren viel zu alt. Weißt du, da sammelt sich so ganz winziges Biestzeug an. Die nennt man Salmonellen. Und die sind gar nicht freundlich. Aber das hast du ja gemerkt. Naja, das Schlimmste hast du überstanden. Und Sie sagen nichts? Kein Wort. Ja, ich nehme an, es sind Salmonellen. Das kommt bei Kindern häufiger vor. Übermorgen kann er wieder in die Schule. Ich gebe ihm dann noch ein paar Tabletten gegen den Durchfall, falls der nicht aufhört, ja? Danke, Frau Doktor. Tschüss und gute Besserung, hä? Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Und passen Sie auf, der Munzinger-Sepp ist wieder unterwegs. Der soll mir mal kommen. Ist hier niemand? Uwe, so schlimm ist es nicht. Und wie schlimm es ist, denk an die Meisterschaften. Da kann alles schlimm sein. Hallo! Grüß Gott. Grüß Gott. Setzen Sie sich hier hin. Ich hole die Ärztin, ja? Danke. Herr Dr. Georgi, ein Notfall. Grüß Gott, ich bin Dr. Georgi. Was ist mit Ihnen? Wenn wir das wüssten, wären wir nicht hier. Sie ist beim Training schwer gestürzt, hat Schmerzen. Der Verbandsarzt meint, es könnte so eine Frauensache sein. Wir sollen uns an einen Dr. Merdin wenden. Ja, tut mir leid, Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Der Oberarzt ist nicht im Haus. Ich nehme mit niemand anderen Vorlieb. Uwe, bitte. Sie sind doch Uta Sprenger, stimmt's? Ich habe alle Ihre Abfahrtsläufe gesehen, auch den Slalom. Na, großartig. Wenigstens eine begreift, um wen es geht. Sie ist unser Goldmädel. Und für die ist uns das Beste gerade gut genug. Schaffen Sie es bis ins Behandlungszimmer? Natürlich, es geht mir schon viel besser. Nein, nichts geht besser. Wir warten, bis dieser Dr. Merdin kommt. Ja, das kann dauern. Dann piepsen Sie ihn an. Sie werden ihn doch wohl erreichen können. Und sagen Sie ihm, dass er für Uta Sprenger gebraucht wird. Na, was ist? Ich versuch's.
Wenn ich Sie jetzt nicht versorgen kann, geschieht es auf Ihre eigene Verantwortung. Mir wurde gesagt, Dr. Martin und kein anderer. Und daran halte ich mich. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was sind das für Anforderungen? Ja, es liest sich wenig ermutigend, zugegeben. Trotzdem erscheint es mir realisierbar. Klartext, das sind die Patientenzahlen, die Sie benötigen, um Ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. So, wie viel Zeit gibt mir Ihre Statistik für eine Patientin? 7, 10 Minuten? Soll ich Sie vielleicht der Reihe nach antreten lassen und an Ihnen vorbeigehen? Nee, ich bin kein Fließbandarbeiter. Ich habe nicht die Privatpatientinnen eingerechnet, die Sie zweifellos der ehrenreichen Klinik entfremden könnten. Was unterstellen Sie mir? Ich bitte Sie. Ehrenreich ist nun mal eine harte Konkurrenz. Ich bleib der Zurgröste. Man will mich nicht annehmen. Mit 2 Praxen würde sich das Vorhaben nach meinen Berechnungen tragen. Dann hat mir aber neulich meine Frau Dr. Wilke zu verstehen gegeben, dass sie nach der Geburt des Kindes erst einmal aussetzen möchte. Stimmt. Ja und? Also nur 1 Praxis. Ja, da wird's eng, Dr. Martin. Sehr eng. Ich schaffe es. Eng oder nicht eng. Es bleibt dabei. Martin? Was heißt das, Sie verlangen mich? Eine Skiläuferin? Abfahrtsläuferin? Und was ist mit ihr? Gut, ich komme. Tut mir leid, ich muss in die Klinik. Also, ich werde mir überlegen, wo wir etwas sparen können. Trotzdem, im Grundsätzlichen, es bleibt alles beim Alten. Sie sollten sich Zeit lassen. Ich höre dann von Ihnen, ja? Ich bin wieder okay, Herr Doktor. Bis auf die linke Seite, da zieht's noch. Es ist nur eine harmlose Prellung. Und sonst nichts? Doch. Etwas Schlimmes? Carla, ja? Wie sieht's denn mit dem Test aus? Ist fertig. Tja, Frau Sprenger. Ich weiß nicht, was Sie in nächster Zeit so vorhaben, aber ich fürchte, dass Sie nächstes Jahr eine kleine Pause machen müssen. Was denn für eine Pause? Ahnen Sie denn gar nichts? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie bekommen ein Kind. Sagen Sie das noch mal. Irrtum ausgeschlossen. Der Test hat es 100%ig bewiesen. Aber das ist doch der helle Wahnsinn. Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind. Yes. Ich muss es Christian erzählen. Ich muss gleich anrufen. Wann, sagen Sie, ist es soweit? Im Herbst. Im Herbst. Im Herbst. Oh Gott, das ist unmöglich. Ja, aber warum denn? Weil ich für die Meisterschaften gemeldet bin. Mitte Januar. Und dann weiter im Februar. Oh nein. Nein. Warum denn jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? Ja, du freust dich doch so drauf. Freuen. Ich freue mich ja. Ich könnte heulen. Was soll ich denn bloß tun? Was denn? Gut. Sie ist die große Hoffnung. Jahrelang hat's drauf hingearbeitet. Und jetzt das. Das ist doch nicht dein Ernst, Mädel. Doch. Er hat mich untersucht. Und der Test sagt's auch. Aber das geht nicht. Das geht einfach nicht. Es war doch sicher dieser Hornochse von Christian, nicht wahr? Es ist doch nie was passiert. Wir haben uns eben darauf verlassen. Du tust mir weh. Warum habt ihr nicht aufgepasst? Wie denn? Ich weiß doch überhaupt nicht mehr, was mit meinem Körper los ist. Meine Hormone spielen total verrückt. Mal muss ich meine Tage kriegen, mal darf ich nicht. Ach, Mann, Scheiße, ich hab's satt. Und ich erst. Weißt du, was wir alle in dich investiert haben? Komm, komm. Ist ja schon gut. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Du musst das bloß verstehen. Solange die Leiter noch sprossen hat, muss man steigen und steigen. Komm, dein Coach hat schon so viel für dich repariert. Wir werden das schon wieder in Ordnung bringen, ja? Ich freue mich auf das Kind, Uwe. Was? Ja, natürlich. Gehst du schon mal runter zum Auto? Ich komme dann gleich nach, ja? Ja.
Herein. Ja, bitte. Stimmt es, dass die Uta schwanger ist? Ja, sie war außer sich vor Freude. Haben Sie sie etwa nicht geglaubt? Es ist mir schwer gefallen. Aber wenn das so ist, dann müssten wir uns schnellstens verständigen. Es darf kein großer Trainingsausfall entstehen. Ich verstehe nicht ganz. Ich möchte, dass die Sache diskret und vor allem gut gemacht wird. Diskret und gut? Was bitte? Nun stellen Sie sich nicht so an, Doktor. Sie gelten als Ass in der Branche. Deshalb möchte ich, dass Sie den Abbruch vornehmen. Ich? Ich denke doch gar nicht dran. Aber Sie ist einverstanden. Es gibt Dinge im Leben, die gehen über persönliche Belange hinaus. Kinder können Sie später immer noch bekommen. Ich denke, wir beenden das Gespräch. Doktor. Einen Abbruch entscheidet immer noch die Mutter. Allenfalls mit dem Vater des Kindes. Ist das Ihr letztes Wort? Guten Tag. Ja, das muss auch mal sein. Der Trost, der aus dem Eisbecher kommt. Bist du mit dem Storchenwagen wieder erfolgreich unterwegs gewesen? Mhm. Ein Mädchen. Gerade abgeliefert. Es war übrigens das letzte Mal. Zu dir werde ich schon mit dem Fahrrad kommen. Oh Gott, haben Sie es also doch wahrgemacht? Wir haben keine Mittel mehr. Also tun wir das und sparen am allerunwichtigsten an der Zukunft. Du siehst eine arbeitslose Hebamme vor dir. Die Kinder bringt ab sofort wieder der Klapperstorch. Wie soll es nun weitergehen? Naja, die Retter stehen gerade zu Schlange. Der große Boris Schilberges zum Beispiel meint, dass ich sein Glück vervollständigen würde, wenn ich zu ihm ziehe. Im Ernst? Was gibt's denn da zu lachen? Er liebt mich. Jedenfalls so, wie ein malendes Genie in der Lage ist zu lieben. Du am Küchenherd. Was heißt denn hier Küchenherd? Es gibt doch noch mehr Dinge zwischen zwei Menschen. Neulich habe ich im Modell gesessen. Zum Beispiel. Und ich finde, ich sehe mir sogar ähnlich. Im Ernst, Wilke Mädchen. Warum sollen wir es nicht versuchen? Wir brauchen beide was, an dem wir uns festhalten können. Und ich mag ihn. So, nur erzähl von dir. Wie geht's dem da drin? Der, die das geht's hervorragend. Wer ist der, die das? Naja, wir können uns auf kein Geschlecht einigen, deswegen ist es der, die das. Markus ist übrigens am alten Haus. Sie besprechen das Projekt. Zwei eigene Praxen. Ich glaub's ja gar nicht, wie wir uns darauf freuen. Doch. Doch. Es ist die Erpressung. Dieser Lump von Trainer setzt dieses Mädchen unter Druck. Die Umstände setzen sie unter Druck. Schon dieser Trainer ist ein einziger Umstand. Aber sind wir nicht alle erpressbar? Jedes Schaufenster erpresst uns. Jede Wirtschaft, jede Haxe, jede Maß. Das Mädchen hat Erfolg. Also ist auch sie erpressbar. Aber man muss doch sowas nicht einfach hinnehmen. Sie ist ihnen doch hilflos ausgeliefert. Ja. Sie wird sich schon für das ihr Gemäße entscheiden. Im Sport ist es wie in der Medizin. Ohne Sponsor geht nichts. Jetzt nehmen Sie das Ganze nicht so tragisch, Martin. Sagen Sie, wie ist es eigentlich mit Ihrer Praxisplanung? Es ist noch nichts entschieden. Also offen gesagt, ich hätte Sie ungern als Konkurrenten. Mir wäre es lieber, wesentlich lieber, wenn Sie Ihren Vertrag in meiner Klinik verlängern könnten. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen erhalten bleibe, Herr Professor. Aber wie gesagt, da sind noch einige Hürden zu überspringen. Na du Ziege, bist du allein hier oder hat dich Oma Jeste mitgebracht? Ne? Oh. Oma Jeste, praktizieren wir etwa schon wieder? Hm? Also, das ist interessant. Das ist wirklich ganz besonders interessant. Zum Beispiel das mit der Ethmozephalie. Das ist eine Schädel-Hirn-Fehlbildung, seitlich versetzte Nasen. Oma Jöstl, wer ist denn das da unten am Gartenzaun? Ach, das ist die Emma. Ach, das ist die Emma. Ja, die kriegt jetzt bald ein Zicklein. Da brauchst du natürlich einen Beistand. Ich hab's nicht gern alleine daheim lassen wollen. Übrigens, hier ist alles sauber. Und die Kitteln sind auch inzwischen gekommen. Und die Dr. Bachleitnerin hat angerufen aus dem Sanatorium. Die wollte wissen, ob alles in Ordnung ist mit der Vertretung.
Und, ist alles in Ordnung? Ja, ich habe ja gesagt, wir sind zufrieden. Da freue ich mich. Ja, und dann hat sie noch gesagt, wenn sie wieder zurückkommt, so in 6 bis 8 Wochen, dann können sie zum Notar gehen, wegen der Praxis, wegen der endgültigen Übernahme. Aber die Schwester Ulrike, die müssen sie unbedingt übernehmen. Das hat sie extra am Telefon gesagt. Was ist mit Ulrike? Die Frau Doktor hat sie gerade verkauft. Aber sie weiß doch, dass sie ganz andere Pläne haben. Das ist doch so weit draußen. Hier ist doch viel schöner, viel zentraler. Und die Leute sind dran gewöhnt. Die Praxis, das Gasthaus und die Kirche. Da kommen sie nicht drum rum. Ja, ja. Ach, und die Frau Sensberger hat noch angerufen. Der Uli, der hat sie die Blasen verkühlt. Ich habe ihm einen Bärentraubentee verordnet. Oma Jöstl, wie oft haben wir Ihnen das schon gesagt? Sie sollen hier nicht Doktorin spielen zum Kuckuck. Ja, aber wenn jemand in Not ist. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich bin ja bloß die Putzfrau. Extra nachgeschaut habe ich. Zystitis acuta. Brennen beim Harndrang. Wasser lassen. Ich habe ihr gesagt, sie kommen bei ihr vorbei mit den Antibiotika und dem ganzen Zeug. So, und jetzt gehe ich. Die Emma braucht mich. Fertig. Erinnern Sie mich bitte an den Uli. Und wie sieht's draußen aus? 18 bis jetzt. Der kleine Jonathan hat sich was ins Ohr gesteckt. Ah, na, wann ist denn soweit mit der neuen Praxis? Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott. So ein schönes Haus, das gibt's weit und breit nicht. Da werden die Patientinnen nur so zu Ihnen strömen. Herr Meierhofer, wie kann man als Polizist nur so ein unheilbarer Optimist sein? Notwehr. Reine Notwehr, Herr Doktor. Übrigens, der Munzinger-Sepp ist in dieser Gegend gesichtet worden. Deshalb kontrollieren wir alle abseits gelegenen Anwesen. Ist das so ein kleiner, stämmiger, ziemlich kräftiger, blonder, ein bisschen irre? Ganz schön irre. Haben Sie ihn etwa gesehen? Ich glaube, der hat hier in der Scheune übernachtet. Jedenfalls habe ich ihn da getroffen. Er hat sich doch nicht angegriffen. Nein, nein. Er ist gleich abgehauen. Meist ist er ja friedlich, aber er hat den Tick mit diesen Schattenmenschen, die ständig hinter ihm her sind und gegen die man sich nur mit Feuer wehren kann. Deshalb hat er schon oft gezündelt. Ja, da habe ich mir gedacht, schau mal lieber noch mal nach. Also, auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen, Herr Meierhofer. Na, du altes Haus, machst mir ganz schön Schwierigkeiten. Aber das kriegen wir hin. Grüß Gott, Frau Amberg. Grüß Gott, Doktor. Herr Sendlinger hat mir von den Problemen erzählt. Die Frage ist nur, trauen Sie sich zu, sie zu bewältigen? Ja, nur ich brauche Ihren Rat. Ja. Aus dem alten romantischen Haus ist über Nacht ein Objekt geworden, das Millionen schlucken will, ehe es was hergibt. Das habe ich auch nicht übersehen. Ja, was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich mein Angebot nach wie vor aufrechterhalte. Ich übereigne Ihnen kostenlos Haus und Anwesen, aber am Um- oder Ausbau werde ich mich nicht beteiligen. Was heißt das? Ich hatte vorhin Besuch von 2 Herren von der Denkmalpflege. Die haben das Haus auf der Liste. Irgendein freundlicher Zeitgenosse muss sie mit der Nase draufgestoßen haben. Und was haben Ihnen die Herren Beamten erzählt? Jeder Balken, der ersetzt wird, muss den historischen Maßen entsprechen. Er muss auch aus dem gleichen Material sein wie sein Vorgänger. Das äußere Gesicht muss gewahrt werden. Das betrifft nicht nur die Fassade, sondern auch die Fenster und das Dach. Alle technischen Neuerungen müssen so ausgelegt sein, dass sie das historische Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. Ja, aber solche Auflagen steigern die Kosten ins Unermessliche. Tja, deshalb muss ich mich zurückziehen. Was wäre das aus? Ich werde nie vergessen, was ich Ihnen verdanke. Aber irgendetwas ist in mir, das mich daran hindert, mein Geld zum Fenster hinauszuwerfen. Sie glauben nicht an den Erfolg meiner Praxis. Ich kenne Sie. Sie sind so gut und so gründlich, dass Sie 3 Leben haben müssten, um Nutzen daraus zu ziehen. Es tut mir aufrichtig leid, Doktor. Jonathan, wie kommt denn diese Rosine in dein Ohr, hm? Rosinen gehören doch in den Kuchen, hä? Hey, du! Ohne Rosinen hört er auch nicht besser.
Wir haben gebacken. Gut, das war's. Danke, Frau Doktor. Entschuldigung, ich muss dich sprechen, dringend. Ich habe noch zwei Patienten. Was ist denn passiert? Erzähle ich dir gleich. Bitte beeil dich. Wir treffen uns beim Mooshuber, ja? Oh, hallo. Ja, so gut möchten wir es auch mal haben, um diese schöne Zeit in der Wirtschaft. Das war nur ein kleiner Scherz. Grüß Gott allerseits. Grüß Gott, Franziska. Grüß Gott. Wir sprechen gerade über... Ich kann es mir schon denken. Na ja, in der Branche spricht sich ja sowas schnell herum. Aber man soll die Flinte nicht ins Korn werfen, solange noch Hoffnung besteht. Na ja. Na, das erzählen Sie mal der Denkmalspflege. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Die macht eine Menge kaputt an Initiativen und derartigen. Also, ich bin ja auch für das Schöne, das Historische. Aber außen. Außen, das ist genug. Nur außen? Damit werden die sich leider nicht zufrieden geben. Vielleicht doch. Ich wette, Sie wollen uns einen Vorschlag unterbreiten, Frau Richter. Ich kann mich schwer verstellen. Mein Mann... Das hat keinen Zweck, Franziska. Ach, sagen Sie das nicht, Herr Doktor. Mein Mann wird gleich da sein. Und dann werden wir weitersehen, nicht wahr? Ich glaube, der Sendlinger hat recht. Besser bei Zeiten der Wahrheit ins Auge sehen als zu spät. Ich weiß doch, wie du dich drauf gefreut hast. Na, du offenbar nicht. Doch, ich auch. Sehr sogar. Entschuldige, das hat mich heute alles ein bisschen mitgenommen. Ist schon gut. Sie werden sehen, Herr Doktor. Mein Mann wird schon eine Lösung finden. Suchen Sie jemanden? Junge Frau, wissen Sie hier Bescheid? Das möchte ich meinen. Ich bin Oberschwester Therese. Also, worum geht's? Ich möchte den Oberarzt sprechen. Ach, Dr. Mertin. Ja, der hat seinen Dienst getauscht. Der kommt heute nicht mehr. Nicht mehr. Naja, Sie können aber gern mit dem anderen Arzt reden, wenn es dringend ist. Nein, es ist nur... Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig? Verdammt wichtig ist... Hey, Sie! Junge Frau! Also, ich wüsste schon einen Weg, Herr Doktor, wie man mit den Denkmalschützern zu einer vernünftigen Regelung kommen könnte. Aber die haben doch ihre Auflagen längst erteilt. Jedes Projekt wird bearbeitet, umgearbeitet, angeglichen. Modifiziert, wie es neumodisch heißt. Das ist üblich. Sie verstehen? Ehrlich gesagt, ich nicht. Also, ich sag's dir jedes Mal, Walter. Du redest immerzu ins Unreine. Eine Projektangleichung könnte sich beispielsweise nur noch auf die Fassade beschränken. Ja, und die wollen Sie ja sowieso nicht verändern, nicht wahr? Nein, die nicht. Zusätzliche Kosten würden nur durch die Neubearbeitung entstehen. Projektangleichung, Modifizierung. Sie würde von einem Herrn vom Denkmalsamt vorgenommen, genehmigt und beglaubigt. Ich denke, dass er mit einem Honorar von 30.000 Mark zufrieden ist. Herr Richter, es klingt ziemlich unseriös. Aber Doktor, mein Mann hat schon einige Male in dieser Weise mit dem Amt zusammengearbeitet. Nach meiner Berechnung sparen Sie damit eine knappe 500.000. Vorausgesetzt, dass Sie den Auftrag erhalten. Vorausgesetzt, dass meine Firma mit der Bauausführung beauftragt wird. Herr Richter, ich schätze Ihr Angebot. Aber ich fürchte, ich werde es nicht annehmen. Aber Herr Doktor... Es bleibt dabei. Ich denke, Sie machen einen Fehler. Aber bitte, Sie können sich das noch überlegen. Ich werde auf alle Fälle einen genauen Kostenvoranschlag ausarbeiten lassen unter den neuen Bedingungen. Sie können sie ja dann mit den ursprünglichen vergleichen. Ne? Nur die Zahlen entscheiden, Herr Doktor. Immer nur die Zahlen. Habe die Ehre allseits. Nichts für ungut. Nächste Woche habe ich einen Termin bei Ihnen. Da sehen wir uns. Denken Sie noch einmal genau nach, Herr Doktor. Also, Wiedersehen allerseits. Wiedersehen. Am einfachsten wäre ein Neubau. Das Grundstück ist groß genug. Vergessen Sie einfach das alte Haus. Ich finde einen Neubau am kostengünstigsten. Ich rechne das auch einmal durch, ja? Ja. Kann es sein, dass wir gerade der Baumafia von der Maurerkelle gesprungen sind? Weißt du was? Wir nehmen uns morgen frei. Dich vertritt Lessig und mich Oma Jöstl. Nein, nein, im Ernst. Ich frage Hauenstein um Vertretung.
Dann machen wir uns einen schönen Tag und fahren irgendwo hin ins Blaue. Hm? Lassen den ganzen Kram hinter uns. Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht Zinzi. Zinzi, hallo? Zinzi! haben Sie irgendwo unsere rote Kuh gesehen? Boris, häng bloß das Bild zu. Hallo. Ja, hallo. Zufälle gibt's Tag, Henriette. Tag. Hallo, Boris. Oh, darf ich mal sehen? Nein, untersteh dich. Ich habe mich nur zur Verfügung gestellt, damit das Motiv etwas aufgelockert wird. Habt ihr Wandertag? Nein. Wir zeigen dir das die Gegend. Großer Gott, könnt ihr an gar nichts anderes mehr denken? Nein. Wenn der auf die Welt kommt, dann kennt er alles und weiß alles. Das wird doch stinklangweilig für ihn. Erzählt mir lieber, was mit eurer Praxis los ist. Wir tragen es mit Fassung. Tut weh, hm? Ja, doch. Boris, kannst du nicht mal aufhören zu malen? Das ist doch morgen auch noch alles da. Im Katalog wird später stehen, Boris Schilberges bekannte Seeansicht wurde durch ein künstlerisch interessant ausgeprägtes Detail bereichert. Ist er nicht herrlich größenwahnsinnig? Das Detail bin ich. Wisst ihr es schon? Henriette zieht zu mir. Oh, das stille Glück auf der Alm. Oh, spotten Sie nur, Doktor. Wir meinen's ernst, nicht wahr, Henriette? Also, Einwurf hat man ja wohl frei, nicht? Ach, übrigens, der verrückte Maler hier behauptet, ich hätte Talent, ich sollte auch zum Pinsel greifen. Ich? Er ist der Experte. Na, dann frage ich mich, warum das vor ihm noch keiner gemerkt hat. So ein Quatsch. Und was machen wir jetzt? Ja. Wenn ihr eure Staffelei zusammenpackt, dann können wir vielleicht irgendwo anders hingehen und den Tag genießen. Den Rest davon. Na, was ist? Wie wär's? Hm? Na los. Schönen Tag, Herr Christian. Grüß Gott, Herr Kollege. Grüß Gott. Danke der Nachfrage. Tja, ist nichts los hier. Und wie ist es bei Ihnen? Geht es mit der Praxis voran? Was sagen Sie? Sie haben nicht zufällig irgendwelche Beziehungen zu den Denkmalspflegern dieser Region? Nein. Nein. Wie kommen Sie darauf? Dann bin ich Ärger mit denen. Ach, ich verstehe. Das alte Haus. Tja, es tut mir leid. Ja, ich weiß. Schade. So wäre demnächst die Oberarztstelle vakant geworden. Tja, dann muss ich meinen Vertrag wohl etwas verlängern. Tut mir leid für Sie, Herr Kollege. Schönen Tag noch. Entschuldigen Sie, Herr Oberarzt. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber der Skihasel von neulich war wieder da. Sie wissen schon, die Uta Sprenger, die Abfahrtsläuferin. Ja, was wollte sie? Das ist es ja. Nix, eigentlich nix. Sie wollte sie sprechen. Und schlecht ausgeschaut hat's. Ja, aber sie muss doch irgendwas gesagt haben. Passen Sie auf, Therese, ich fahre da jetzt hin. Und Sie sagen Dr. Georgi Bescheid, Sie sollen mich vertreten. Sie können mich ja über Piepser erreichen. Sie machen sich auch Sorgen, was? Schönen Tag noch, Kollege Organspender. Seit wann haben Sie eigentlich Ihren Führerschein wieder? Warum sind Sie hergekommen? Weil ich mir Sorgen mache. Sie machen sich Sorgen? Um mich? Stellen Sie sich vor. Aber es lohnt nicht. Hören Sie doch auf, Uta. Sie waren so verzweifelt, da braucht man jemanden, mit dem man reden kann. Sie waren ja nicht da. Jetzt bin ich da. Jetzt. Jetzt ist es zu spät, Herr Doktor. Fräulein Sprenger hat sich für ihre Karriere entschieden. Im nächsten Jahr könnte der Weltcup drin sein. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Sehen Sie, deshalb können Sie auch nicht begreifen. Man kann nicht alles haben im Leben. Jedenfalls nicht gleichzeitig. Ich kann ihr da nicht reinreden. Es ist ihre Entscheidung. Ich dachte nur, vielleicht braucht sie mich. Sie hat viele Freunde. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Uta. Uta. Komm. Wir werden das schon wieder in Ordnung bringen. Du hör mal, die Hammelkeule wird schmecken wie gekochtes Handtuch, wenn ich den Knoblauch nicht finde. Knoblauch? Knoblauch.
Das Gewürz der Götter. Das ist, ich meine, international so gebräuchlich? Ja, alle Welt macht es so. Alle Welt? Na ja, wir werden fürchterlich danach riechen, Henriette. Wir werden fürchterlich danach stinken, Boris. Ich weiß, deine erste Frau nahm Pfeffer und Rosmarin. Ich aber nehme Thymian, Kumin und Knoblauch. Scheiße. Entweder du isst es so, wie ich es koche, oder ich gehe. Henny. Ach, sag nicht immer Henny zu mir. Ich habe mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, da hieß die Kuh so. Boris, wirklich, ich mag dich. Aber versuch doch bitte nicht dauernd, mich umzufunktionieren. Ich koche, wie ich es gewöhnt bin, und ich liebe so, wie ich es mag. Ich bin nicht dein Ding. Ich bin, wie ich bin. Tut mir leid. Ich war zu lange allein. Es kann gar nicht genug Thymian dran sein. Und Knoblauch. Na, siehste. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der Knoblauch ist. Hans-Peter. Oh nein. Bitte nicht. Wenn ich Mist gebaut habe als Kind, rief meine Mutter immer so: Hans-Peter. Der Storchenwagen ist abgeschafft worden. Deine Angebetete ist arbeitslos. Henriette. Oh, Henriette. Weißt du, dass ich es nie gewagt habe, sie anzumachen? Ich meine, anzusprechen. Sie ist in festen Händen. Ich sag's ja. Mir hat man alle Gene des Pechs eingebaut. Warum beschäftigen wir sie denn nicht bei uns in der Klinik? Ich meine, wenigstens vorläufig. Die Lisa geht doch ins Babyjahr. Deshalb wollte ich ja mit dir sprechen. Unterstützt du mich, wenn ich mit dem Professor rede? Blöde Frage. Und sie ist wirklich in festen Händen? Was soll's? Die ganze Welt ist in festen Händen. Sie kann nicht glücklich sein mit dem. Ich werde ihr einen Antrag machen. Hans-Peter. Hm? Du wirst sehen. Sie wird bei uns beschäftigt sein und sie wird mich besser kennenlernen. Und dann? Du bist besoffen, ne? Ja. Und? Ich habe ja morgen frei. Ne? Tut mir leid, Herr Doktor. Ich konnte Sie nicht eher benachrichtigen. Ich habe Sie nicht gefunden. Dr. Merzin. Ja, da können Sie es. Ich habe es dir gesagt, Herr. Sie sind gekommen. Schatten, Schatten, Schatten. Ist das der Mann, den Sie heute Morgen auf dem Dachboden gesehen haben? Es schießt nur Feuer, wenn Sie kommen. Sepp, das war so ein friedliches, altes Haus. Warum hast du das getan? Ich weiß nicht. Sie waren überall. Schatten, Schatten, Schatten. Warum macht denn keiner Feuer? Warum hilft mir denn keiner? Abwehren, führt ihn ab. Der Mann muss dringend in ärztliche Behandlung. Raten Sie, wo er sich die letzten 5 Jahre befand. Jedenfalls wird in den Denkmalschutz nicht mehr reinreden können. Sie sind gut informiert. Tut mir leid, ich wollte nicht zynisch sein. Sie wissen ja, was die Leute so reden. Vergessen Sie es. Ich habe das Haus gemacht. Da sind eine Menge Träume von mir mit eingezogen. Tja, die haben es auch nicht überlebt. Gute Nacht. Kommen Sie, Herr Doktor. Ich fahre Sie noch raus. Uta, was machen Sie denn hier? Bleiben Sie. Wenn ihr noch braucht? Im Augenblick nicht, danke. Na? Wo brennt's denn? Sie haben neulich gesagt, dass Sie mir helfen wollen. Ich wäre nie gekommen, wenn Sie das nicht gesagt hätten. Ja, ja. Ich hab's doch getan.
Ich wollte es Ihnen erzählen, weil Sie ja so Anteil genommen haben. Und weil ich ein bisschen Hoffnung brauche. Hoffnung? Ach Mensch, ich weiß, ich habe mich selbst in diese Lage gebracht. Aber ich liebe ihn doch. Kann ich trotzdem noch ein Kind bekommen? Ich will es wissen, ich muss es doch wissen. Wie soll man denn sonst leben? Ich verstehe Sie. Wirklich? Ja. Dann ist da noch was. Das blutet so komisch. Es hört gar nicht auf zu bluten. Ziehen Sie sich aus. Ich werde das gleich mal untersuchen. Oberschwester Therese! Und? Ist es schlimm? Sie müssen sofort in den OP. Aber... Ich fürchte, das Schwangerschaftsmaterial ist nicht vollständig ausgeräumt worden. Ich muss eine Curettage vornehmen. Muss das sein? Sonst könnte es zu einer Infektion kommen. Ich habe mich nicht an die Anweisungen gehalten. Ich habe trainiert. Nur leicht, aber es war zu früh. Bestimmt, das ist meine Schuld. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Der Doktor wird schon richten. Schwester, ich weiß, dass die Uta hierher gefahren ist. Wo steckt sie? Im OP. In wo? Wundert Sie das? Es geht auf Ihr Konto. Aber es ist doch nichts Schlimmes, oder? So, fertig. Bitte tasten Sie nach, Verena. Ja. Danke. Und bei Ihnen? Keine Probleme, sie ist eine Sportlerin. Sowas wünscht man sich. Sie waren auch schon mal witziger. Doktor, was ist mit ihr? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie haben sie in Gefahr gebracht. Und was, wenn noch eine Infektion dazugekommen wäre? Sie könnte nie wieder Kinder bekommen. Mein Gott, denken Sie denn, ich habe ein Herz aus Stein? Wenn man Tag für Tag mit Ihnen zusammen ist, dann weiß man alles. Kennt Ihre Sorgen, Ihre Träume, einfach alles. Ach, hören Sie doch auf. Sie haben doch bewusst das Risiko einkalkuliert. Ja, weil so viel dran hängt. Ein Sportler kann nicht sein Leben lang erfolgreich sein. Der muss die Zeit nutzen, die Gunst der Stunde. Dann ist er weg vom Fenster. Uta hat jetzt ihre Topzeit. Wenn sie 5 Jahre durchsteht, hat sie ausgesagt. Wir haben Millionenverträge auf dem Tisch, wenn sie ihren ersten Sieg eingefahren hat. Und dann hätten Sie auch ausgesagt, stimmt's? Ich? Ja, vielleicht auch. Es geht ihr gut, Doktor. Ich meine, sie wird doch wieder... Starten können. Gesund werden. Und eines Tages wieder Kinder bekommen. Das ist ihre größte Sorge. Sie kann Kinder bekommen. Zufrieden? Zufrieden. Wir tun doch alle nur das, was von uns verlangt wird. Es bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. Wir sind alles nur Dienstleister. Sie, ich, das Mädchen. Die Zwänge siegen. Immer siegen irgendwelche Zwänge. Wenn ich das glauben würde, dann wäre ich nicht Arzt geworden. Dorothy? Dorothy! Hallo. Daddy, das hat sich heute bemerkbar gemacht. Ich glaube, er hat sich gedreht. Was bleibt ihm anderes übrig nach 9 Monaten Gefangenschaft? Kein Kino, kein Fernsehen. Der Partner fehlt ihm zum Kartenspielen. Ich spreche oft mit ihm. Und manchmal singe ich ihm sogar was vor. Das ist schon schön, wenn man für einen anderen da sein kann. Versprich mir, dass wir immer füreinander da sind. Hm?